Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video geht es wieder, wie in den vorhergehenden Videos auch, um die Verwendung der Wenn-Funktion. Diesmal möchte ich Ihnen allerdings die Wenn-Funktion im Zusammenhang mit einer Mehrfachauswahl vorführen. Wir wollen also erreichen, dass wenn in der blau hinterlegten Zelle in diesem Eingabefeld eine 1, eine 2 oder eine 3 steht, in dem Ausgabefeld, in dem grauen Feld hier entsprechend die Farbe Rot, Grün oder Blau erscheint. Und genau hierfür können Sie die Wenn-Funktion verwenden. Wir beginnen also mit der Eingabe von Wenn, runde Klammer auf, und wir können an dieser Stelle schon mal die erste Prüfung vornehmen. Das heißt, wenn also in der Zelle C5 in diesem Eingabefeld eine 1 steht, Semikolon, jetzt geben wir den Dann-Fall ein. In diesem Fall soll also der Wert Rot oder der Text Rot ausgegeben werden, und andernfalls, also Semikolon, geben wir hier den Sonstfall ein. Die Frage ist, was muss ich jetzt an dieser Stelle genau eingeben? Was passiert, wenn im Eingabefeld keine 1 steht? Und dann müssen wir eben die nächste Abfrage, die nächste Wenn-Funktion einbauen. Wir machen das so, indem wir genauso wieder eingeben, wenn, runde Klammer auf, wenn in diesem Eingabefeld C5 eine 2 steht, das ist also meine nächste Prüfung, Semikolon, nun dann muss ich eben grün ausgeben. Ich gebe also in Anführungszeichen den Text grün aus, und andernfalls, und jetzt kommt wieder die dritte Abfrage, andernfalls, wenn es bisher also keine 1 war, es war aber auch keine 2, die hier eingegeben wurde, frage ich einfach mal ab, wenn jetzt in dem Eingabefeld eine 3 stand, das heißt also, wenn in dem Eingabefeld C5 eine 3 eingegeben wurde, dann gebe ich entsprechend der Angabe hier den Text blau aus. Und ansonsten, das wäre nämlich der Fall, wenn weder 1 noch 2 noch 3 eingegeben wurde, dann gebe ich einfach gar nichts aus. Oder gegebenenfalls vielleicht auch eine Fehlermeldung. Ich mache es mal so, dass ich hier einfach Hochkomma, Hochkomma schreibe, beziehungsweise Anführungszeichen, Anführungszeichen. Und dieses symbolisiert einen leeren Text, sodass letztendlich in der Zelle, wenn weder 1 noch 2 noch 3 eingegeben wurden, dann eben nichts erscheint, nichts ausgegeben wird, ein leerer Text. Jetzt müssen wir darauf achten, wie viele Klammern wir am Ende jetzt schließen. Wir haben hier eine öffnende Klammer von der ersten Wenn-Funktion, die zweite von der zweiten Wenn-Funktion und die dritte von der dritten Wenn-Funktion. Also müssen wir auch 1, 2, 3 Klammern wieder schließen, und damit sollte die Formeleingabe erledigt sein. Ich möchte nochmal durchgehen. Wir geben ein hier wenn und machen die erste Prüfung. Wenn im Eingabefeld eine 1 steht, dann soll rot erscheinen. Wenn das aber nicht der Fall ist, das ist hier der Sonstfall, machen wir die nächste Abfrage. Wenn im Eingabefeld eine 2 steht, dann soll grün erscheinen. Und hier im nächsten Fall, das ist wieder der Sonstfall von der zweiten Wenn-Abfrage, machen wir die letzte Prüfung. Wenn im Eingabefeld eine 3 steht, dann soll blau ausgegeben werden. Und in allen anderen Fällen, hier im Sonstfall der dritten Wenn-Funktion, soll eben gar nichts ausgegeben werden. Alternativ kann man natürlich einen Fehlertext ausgeben. Wir probieren aus, was passiert, wenn wir hier eine 1 eingeben. Sie sehen, dann kommt entsprechend die Farbe Rot heraus. Wenn wir eine 2 eingeben, kommt korrekt Grün heraus. Und bei 3 wird es korrekt die Farbe Blau sein. Wir probieren, was passiert, wenn wir etwas nicht Vorhandenes eingeben, zum Beispiel eine 9. Und Sie sehen, dass dann in der dritten Wenn-Abfrage eben hier der Sonstfall in Kraft tritt. Das heißt, hier wird einfach nichts ausgegeben. Alternativ könnte ich natürlich auch einen Fehlertext ausgeben. Hier könnte ich zum Beispiel an dieser Stelle schreiben, Eingabe nicht gefunden, oder sagen wir mal Wert nicht gefunden. Machen wir es mal so.
Und somit sehen Sie einen ordentlichen Fehlertext, der dann auch von Ihrem Anwender verstanden wird. Damit haben Sie jetzt ein erstes Beispiel gesehen, wie Sie Wenn-Funktionen ineinander schachteln können. Das heißt, Sie können eine Wenn-Funktion in eine andere Wenn-Funktion einbauen. Wenn Sie aber mehrere Wenn-Funktionen ineinander schachteln, sollten Sie das vielleicht nicht am Stück hinschreiben, so wie ich das jetzt eben hier gemacht habe. Bei einer Schachtelungstiefe von 3, sprich bei 3 Wenn-Funktionen, geht das vielleicht noch. Aber wenn Sie tiefere Ebenen erreichen wollen, wenn Sie noch mehr Funktionen ineinander schachteln wollen, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Eingabe entsprechend anzupassen, so dass Sie nachher auch noch den Überblick haben. An dieser Stelle will ich Ihnen das mal vorführen. Ich mache das Eingabefeld hier, indem ich es mal runterziehe, etwas größer. Und Sie können diese Verschachtelungen auch so eingeben, dass Sie einfach einen entsprechenden Zeilenumbruch einfügen. Und in der Formeleingabe geht das dann natürlich nicht mit dem Return-Zeichen. Das würde die Formeleingabe ja einfach abschließen, sondern Sie drücken an dieser Stelle die Tastenkombination Alt und Return. Ja, dann können Sie das entsprechend eingeben, hier nochmal Alt Return, und damit bekommen Sie einen etwas besseren Überblick. Wenn C5 gleich 1, dann rot, andernfalls, wenn C5 gleich 2, dann grün, und andernfalls, wenn C5 gleich 3, dann blau, und sonst eben Wert nicht gefunden. Ja, also bei mehreren Schachtelungsebenen vielleicht die Eingabe etwas anpassen. Okay, in der nächsten Tabelle haben wir einen weiteren Anwendungsfall, einen konkreten Anwendungsfall. Hier habe ich einfach ein paar Personen vorgegeben, die Gerda Glück, den Karl Mayer und Ulrike Mayer, und eine Schule und eine Firma, die Max-Weber-Schule und Sündholz-Meyer GmbH. Ich möchte an dieser Stelle einfach die korrekte Anrede stehen haben. Das heißt, bezüglich des Geschlechts wird hier geprüft, handelt es sich um ein W, um eine Frau. Dann möchte ich an dieser Stelle sehr geehrte Frau stehen haben bei der Anrede. Und ansonsten, wenn es sich um ein M handelt, dann sehr geehrter Herr. Und wenn es sich weder um ein M noch um ein W handelt, dann möchte ich gerne, wie zum Beispiel an dieser Stelle, eine neutrale Anrede verwenden, nämlich sehr geehrte Damen und Herren. Nun, das können wir hier eben mit der Wenn-Funktion erreichen, indem wir hier abfragen, wenn im Feld E4 ein W steht, dann möchten wir ausgeben, sehr geehrte Frau, Anführungszeichen, und ansonsten, jetzt werden wir mit Alt, Enter die Eingabe, also den Cursor in die nächste Zeile setzen, damit wir nachher den Überblick bewahren bei der Formeleingabe. Wenn also in dieser Zelle in E4 kein W steht, sondern vielleicht ein M, dann möchte ich ausgeben, in Anführungszeichen natürlich wieder, sehr geehrter Herr, und andernfalls, also Semikolon, und andernfalls die neutrale Anrede, sehr geehrte Damen und Herren. Anführungszeichen schließen. Wir haben 2 runde Klammern aufgemacht, wir haben 2 Wenn-Funktionen, also müssen wir am Ende auch wieder 2 Klammern schließen. Enter beendet die Eingabe und wir können die Formel jetzt ganz konkret oder bequem nach unten wegziehen und sehen, hier kommt korrekt heraus, sehr geehrte Frau, ihr sehr geehrter Herr, dann wieder eine Frau und dann die beiden neutralen Anreden für die Schule und die Firma, sehr geehrte Damen und Herren. Okay, damit haben Sie jetzt gesehen, wie Sie die Wenn-Funktion im Zusammenhang mit einer Mehrfachauswahl verwenden können. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.